Die Bewährungsprobe. Fertig, kleiner Dachs. Dann jetzt umdrehen. Ich hab ihn. Und jetzt machen wir das mit verbundenen Augen. Na gut, dann los. Ihr zwei habt euch ja gar nicht verändert. Silberner Pfeil. Das ist ja toll. Der, der alles weiß, wartet schon so lange auf dich. Ich war auch lange unterwegs. Gut, wir bringen dich ins Dorf. Juhu! Mein Bruder vom Stamm des Nordens hat seinen Sohn Silberner Pfeil zu uns geschickt. Er möchte ihn uns für eine Weile anvertrauen. Erst wenn er seine Bewährungsprobe bestanden hat, kehrt er zu seinem Stamm zurück. Der große Kreis des Lebens hat verkündet, dass es nun an der Zeit für dich ist, deine Bestimmung zu finden und auf die Suche nach deiner Vision zu gehen. Dazu wirst du dich 4 Tage lang in den Wald begeben, so wie deine Vorfahren. Ganz allein und ohne Nahrung wartest du dort auf deine Vision. Sie wird dir zeigen, wo von da an dein Platz im Stamm sein wird. Hier, damit kannst du dein Tipi aufbauen. Meinst du, das schaffst du? Sonst fragt ja Kari und kleiner Dachs. Danke, schimmernde Zöpfe. Wir helfen dir, wenn du möchtest. Na, als ob ihr das könnt, ihr Knirpse. Klar, wir sind unschlagbar, wenn es ums Tippis bauen geht. Tatsächlich? Warte doch, Silberner Pfeil. Du wirst schon sehen. Wir werden ja sehen, ob ihr wirklich so talentiert im Tippi aufbauen seid. Seid ihr bereit? Ja! Dann lasst mal los! Findest du das witzig? Dann würde ich gern mal sehen, wie du ein Tippi aufbaust. Er hat sich vor dem ganzen Stamm über uns lustig gemacht. Ja, und sein Tippi hat er ganz alleine aufgebaut. Im Bogenschießen kann ich ihn locker schlagen. Das werde ich ihm jetzt zeigen. Hoffentlich geht das auch gut. Es gibt noch andere Wege, ihm zu beweisen, was wir können. Nicht übel für so einen Knirps. Wenn du weiter schön übst, dann wird das auch noch besser. Der wird sich noch richtig schwer wundern. Und ob ich das noch besser kann. Sei vorsichtig, über dir! Manchmal tut mir kleiner Dachs wirklich ein bisschen leid. Und? Steigt ihr etwa genauso aufs Pferd, wie ihr Tippis aufbaut, Kinder? Nein, Silberner Pfeil. Guck mal genau hin. Jetzt sind wir dran, kleiner Donner. Na und? Kann ich besser. Spielt der sich auf? Naja, er ist schon ziemlich geschickt. Hey, Silberner Pfeil! Was hast du vor? Quarzsteine suchen gehen. Damit will ich neue Pfeilspitzen herstellen. Macht ihr nur weiter mit euren Kinderspielen. Quarzsteine suchen gehen, so ein Angeber.
suchen auch welche. Und ich weiß auch wo. Silberner Pfeil kennt sich hier nicht gut aus. Wenn wir uns beeilen, werden wir ganz bestimmt vor ihm die Quarzsteine finden. Ja, dann wird uns Silberner Pfeil endlich ernst nehmen. Wir wetten mit dir, dass wir die Quarzsteine schneller finden als du, Silberner Pfeil. Die Wette gilt. Da traut ihr euch ja wirklich ganz schön was zu, ihr beiden Zwerge. Hey! Es ist gleich da vorne. Wir werden schneller sein, wenn du einverstanden bist, kleiner Donner. Die beiden dummen Jungs führen mich ja direkt zu den Quarzsteinen. Da ist die Felswand. Also, da geht es lang. Ja, nur noch ein kleines Stück. Juhu! Vorsicht, Yakari, die Steine sind alle locker. Ja, wir sind die Ersten. Nicht so laut. Pass bitte auf, du löst sonst einen Steinschlag aus. Was machen die denn da? Wenn das mal gut geht. Komm schnell. Ja, ja. Hörst du uns? Da unten. Wir sind schon da, Silberner Pfeil. Da guckst du, was? Silberner Pfeil! Hör auf zu schreien. Wir haben gewonnen, Silberner Pfeil! Ja! Oh nein! Ja! Bitte, kleiner Dachs, sei nicht so laut! Yakari, ist euch was passiert? Diese kleinen Dummköpfe! Hey! Alles in Ordnung bei euch da drin? Los, antwortet! Wie soll ich sie da bloß rausholen? Was machen wir nur, Yakari? Wir sitzen in der Falle. Die Quarzader befindet sich in der Richtung. Lass uns mal nachsehen. Vielleicht ist da ja ein Ausgang. Hoffentlich. Hey, vor uns sind die Steine. Sieh mal, von da oben kommt Licht. Aber das ist viel zu hoch, da kommen wir niemals hin. Ich weiß was, wir können von hier um Hilfe rufen. Nicht, kleiner Dachs, sonst löst du damit noch einen Steinschlag aus. Wie sollen wir dann hier rauskommen? Ich hoffe, die anderen werden uns suchen gehen, wenn die Pferde ohne uns zurückkommen. Aber wie lange werden sie brauchen, um uns zu finden? Wie viele Tage können wir ohne was zu essen hier aushalten? Ich weiß keine andere Lösung. Es tut mir leid, Yakari, das war alles meine Schuld. Ach was, es wird schon alles wieder gut. Silberner Pfeil! Yakari, kleiner Dachs, geht's euch gut? Jetzt, ja. Und keiner verletzt? Ich habe einen Durchgang gefunden, der nach draußen führt. Wir dachten schon, uns würde keiner hier drin finden. Nicht wahr, kleiner Dachs? Ja, das stimmt. Wir hatten sehr große Angst. Ja, die hatte ich auch. Wir wollten dir nur zeigen, dass wir genauso gut sind wie du. Naja, und jetzt? Und wisst ihr was? Ich hatte keine Ahnung von der Quarzader. Ich bin euch einfach nur gefolgt. Also war das meine Schuld. Hä? Ich habe euch die ganze Zeit behandelt wie kleine Jungs. Dabei war ich vor gar nicht langer Zeit genauso wie ihr. Ach, wisst ihr, ich glaube, ich habe ganz schön Angst vor der Suche nach meiner Vision. Jetzt, wo wir wissen, dass wir hier wieder rauskommen, können wir noch ein paar richtig schöne Quarzsteine sammeln. Gute Idee. Das reicht. Wir haben genug, denke ich. Jetzt holt mal richtig tief Luft und folgt mir. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Es ist wirklich ganz einfach.
Jetzt müssen wir nur noch mit den Quarzsteinen ins Dorf zurückreiten. Silberner Pfeil, bringst du uns bei, wie man daraus Pfeilspitzen macht? Ja, beim nächsten Mal gern. Aber jetzt habe ich erstmal eine Aufgabe für euch. Würdet ihr Großer Grauer bitte mit zurücknehmen? Natürlich. Aber kommst du nicht mit uns? Mm-mm. Ich bin nun bereit, auf die Suche nach meiner Vision zu gehen. Ihr habt viel Mut gezeigt. Und den muss ich bei der Prüfung, die vor mir liegt, auch beweisen. Auf Wiedersehen, ihr Kinder! Alles Gute! Möge der große Geist mit dir sein, Silberner Pfeil! Oh, ist das ein Geschenk von Silberner Pfeil? Nein, die haben alle wir mitgebracht. Silberner Pfeil hat uns aber geholfen. Und er ist jetzt losgezogen, um auf die Suche nach seiner Vision zu gehen. Eines Tages werdet auch ihr euch dieser Prüfung unterziehen müssen, so wie alle Erwachsenen des Stammes es getan haben. Ein komischer Vogel. Hallo, Mondgeist, ich bin's, Yakari. Meine Mutter hat Pemmikan gemacht und ich wollte dir etwas vorbeibringen. Yakari, es ist wirklich sehr lieb von dir, unsere gute Mutter wieder einmal zu besuchen. Ja genau, ihr geht's nämlich gerade gar nicht gut. Ist Mondgeist krank? Nein, aber unser Freund Frecher Blick ist plötzlich verschwunden. Und keiner von uns weiß warum. Seitdem ist Mondgeist ganz traurig. Frecher Blick? Der junge Hund, der immer gern Streiche spielt? Mhm. Und als er ging, sagte er, wir sollten ja nicht versuchen, ihn zu finden. Willkommen, Yakari. Wie lieb von dir, eine so alte und langweilige Frau wie mich zu besuchen. Mondgeist, du bist nicht alt und auch nicht langweilig. Oh doch, Yakari. Seitdem Frecher Blick fortgegangen ist, kenne ich keine Freude mehr. Wie? Ich bring dich auf andere Gedanken. Kleiner Donner! Komm, wir zeigen Mondgeist was. Und hopp! Und jetzt du, kleiner Donner. Ja, aber jetzt geht wieder alles verkehrt rum. Ups. So eine schöne Vorführung. Ich danke euch, ihr zwei. Es ist lieb von euch, mich abzulenken. Nur ist mir nicht zum Lachen zumute. Ich wollte Mondgeist aufheitern und habe überall nach Frecher Blick gesucht. Aber der Hund war nirgendwo zu finden. Und Mondgeist meint sowieso, dass er nicht mehr zurückkommt. Ich weiß nicht, was ich machen soll, damit sie wieder fröhlich wird. Die Federn des Blauhäers schenken dem die Freude wieder, der sie verloren hat. Finde 3 der blauen Federn und schenke sie, Mondgeist, und ihr Kummer verschwindet wie der Nebel. 3 Blauhäher-Federn? Die werde ich schon finden. Danke, der alles weiß. Unser Schamane hat gesagt, dass dir die blauen Federn die Freude wieder zurückgeben. Jetzt müssen wir nur einen Blauhäher finden, der uns 3 seiner Federn gibt. So einfach ist das. Bitte komm weiter mit, Mondgeist. Ich brauche dabei unbedingt deine Hilfe. Also, ich wüsste nicht, wie eine alte Frau wie ich dir helfen könnte. Vergiss nicht, dass niemand die Tiere so gut kennt wie du. Du hast recht. Ich werde nicht tatenlos hier herumsitzen, während du dich so sehr für mich einsetzt. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Ich komme bald wieder. Vielleicht wird mir dieser kleine Ausflug wirklich gut tun. Vielleicht auch nicht. Na, wenn sie zu müde ist, darf sie sich auf meinen Rücken setzen. Wo bleibst du, Mondgeist? Oder willst du kneifen? Nichts wie hin. Nein, Yakari, wir sollten lieber wieder in den Wald gehen. Denn dort wohnen die Blauhäher. Was sagtest du eben? Keiner kennt die Tiere besser als Mondgeist. Mhm. Mhm.
Das ist ein Blauhär. Blauhär, hallo! Zeig dich uns! Ich möchte gerne mit dir reden. Hey, warte doch! Komm bitte runter! Komm hoch, wenn du mit mir reden willst, kleiner Mensch. Ich heiße Yakari. Oh, wirklich lustig. Ich würde dich sehr gerne um etwas bitten. Na gut, aber dann lieber hier. Nein, doch lieber da. Was soll denn das? Der Blauhär scheint ein genauso lustiger Schelm wie frecher Blick zu sein. Bitte schenk mir 3 von deinen schönen Federn. Na, wieso denn das? Sie sind das Einzige, was Mondgeist wieder fröhlich machen kann. 3 Federn? Lass mich mal nachdenken. Meine Federn sind das Wertvollste, was ich habe. Das verstehe ich. Doch sie wären das schönste Geschenk, das du Mondgeist machen könntest. Machen wir doch einen Handel. Für 3 deiner Federn tue ich dir 3 Gefallen. 3 Gefallen, sagst du? Mein Ehrenwort. 3 Aufgaben, die du mir stellst, werde ich lösen. Im Gegenzug gibst du mir je eine Feder dafür. Sei vorsichtig, Yakari. Dieser Blauhär ist ganz schön gerissen. Was sagst du? Einverstanden. sehr gut, Yakari. Die fettesten Würmer verstecken sich tief in der Erde. Die habe ich noch nie zu fassen gekriegt. Für Mondgeist besorge ich dir so viele Würmer, wie du willst. Oh, die sehen köstlich aus. Jetzt habe ich einen guten Vorrat. Ja. Vielen Dank, Yakari. Bitte, Yakari, hier hast du deine erste Feder. Die hast du dir auch verdient. Oh, danke. Und jetzt zu deiner 2. Aufgabe. Bau mir ein schönes Nest. Zeig her. Nein, solche Zweige gehen nicht. Sie sind zu weich und könnten unter dem Gewicht der Eier zusammenbrechen. Ja, in Ordnung. Oh, entschuldige, es ist mein erstes Nest. Ich werde dir zeigen, wie man die richtigen Zweige auswählt. Komm schon. Los, zeig mal. So trocken. Na also, dieser Zweig ist perfekt geeignet. Ja, gut verstanden. Genau solche werde ich nehmen. Ich denke, das sollte reichen. Jetzt muss aus den vielen Zweigen nur noch ein richtiges Nest werden. Lass dir ruhig Zeit, Yakari. Uns wird hier ganz sicher nicht langweilig werden. Weißt du, du musst die Zweige sehr gut verflechten, denn sonst kommt der nächste Windstoß und musst du wieder von vorn anfangen. Yakari, möchtest du auch welche? Ja, aber... Nein, danke, Mondgeist. Na gut. Hey! Ein echter Spaßvogel ist das. Die Zweige liegen aber gar nicht dicht genug beieinander. Da würden die Eier einfach durchkullern. Wenn du nicht aufhörst, Eicheln zu werfen, wirst du dadurch irgendwann noch mal ganz schön Ärger bekommen. Weg! Weg! Oh, nicht übel für dein erstes. Dafür sollst du deine 2. Feder bekommen. Vielen Dank, Yakari. Na gut, was soll ich als letzte Aufgabe für dich erledigen? Das wird die schwierigste. Dafür musst du mir mit deinem Freund folgen. Es ist da hinten, gleich unter meinem Schlafplatz. Kommst du, kleiner Donner? Wir sind gleich wieder da, Mondgeist. Du kannst dich ja in der Zwischenzeit ein bisschen ausruhen. Was ist das für ein furchtbarer Krach, Blauhär? Genau wegen denen brauche ich deine Hilfe. Die sind schuld, dass ich nicht schlafen kann. Wer ist das? Sieh sie dir an. Hey, du da oben! Ich? Pass auf, wenn ich dich erwische. Aber ich war das nicht. Hörst du ihr Krächzen? Es ist nicht zum Aushalten. Sie bringen mich um meinen Schlaf. Sag ihnen, dass sie umziehen sollen, Yakari. Was soll ich? Ja, denn das ist deine 3. Aufgabe. Überrede diesen scheußlichen Raben und seine Krachmacherfreunde, sich aus dieser Gegend zu verziehen. Dann mal los, Leute, gebt alles. Hey,
Das da ist doch Yakari. Lasst gut sein, Leute. Das ist Yakari, den kenne ich. Ah, Krickkrack, schön, dich zu sehen. Ich muss dich nur leider um etwas ganz Wichtiges bitten. Krickkrack weigert sich, hier wegzuziehen. So wird uns der Blauhäher nie die dritte Feder geben. Diese Raben sind Schlemmermäuler. Man müsste nur einen Leckerbissen finden, um sie von hier wegzulocken. Meinst du, Yakari und Mondgeist wird noch etwas einfallen, was auch wirklich dafür sorgt, dass diese Krächzerbande hier für immer verschwindet? Auf die kannst du dich verlassen, glaub mir. Ich hab's. Komm, Blauhäher. Ja, ja, das ist, seit dieser Stamm von weit hergekommen ist, um da seine köstlichen Pflanzen anzubauen. Meinst du etwa diesen Kolben mit den leckeren gelben Körnern dran? Ja, ganz genau. Jetzt sind sie gerade bei der Ernte und da bleiben immer viele Körner auf der Erde liegen. Hey, Yakari! Wovon hast du da gerade deinem Freund erzählt? Och, gar nichts, Krickkrack. Nur von so einem Stamm da drüben auf der anderen Seite. Die bauen diesen Mais an. Los, Abflug! Danke sehr, Yakari, und ich spüre tatsächlich schon, wie dein Rezept sein Werk tut. Ja, wirklich, ich habe plötzlich gute Laune. Du hattest ja so recht, Yakari. Mit meiner Eichelwerferei habe ich mir richtig großen Ärger eingehandelt. Dieser Lux hat gar keinen Sinn für Humor. Im Gegensatz zu dir, Yakari, er findet meinen kleinen Streich gar